Hi, mein Name ist Matthias und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video lernst du, wie du Programme in Windows deinstallierst. Bevor wir nun mit diesem Video starten, hier noch ein kleiner Hinweis. Wünschst du dir zu einem Thema ein Video, so schreib es doch in die Kommentare. Wie du siehst, befinden wir uns am Desktop meines Windows-Rechners. Was du genau hier alles einstellen kannst, erfährst du in anderen Videos. Die Videos sind in der Videobeschreibung und oder in der Playlist zu finden. Bevor wir nun in die Anwendung gehen, erkläre ich noch kurz, was Programme deinstallieren eigentlich bedeutet. Nutzt man Windows als Rechner, nutzt man auch gleichzeitig verschiedene Programme. Das kann sein Word, Excel, PowerPoint oder auch verschiedene Internetbrowser wie Chrome, Brave, Firefox und so weiter. Hat man nun für einen Zweck ein Programm installiert und möchte dieses nicht mehr nutzen, das heißt von seinem Computer entfernen, so kann man dies deinstallieren. Dies gilt ebenfalls für eventuelle Spiele oder sonstiges. Mit einer Deinstallation entfernst du das Programm von deinem Rechner. Achtung hierbei, manchmal werden bei der Deinstallation nicht alle Dateien des Programmes gelöscht. Hierzu gilt es bei der Deinstallation selber aufzupassen. Gut, wie machst du das nun? Um dies zu tun, musst du in die Systemeinstellungen deines Computers gehen und dies funktioniert entweder hier links unten auf das Windows-Symbol und auf das Einstellungs-Icon oder du drückst auf der Tastatur Windows und I. Nun gelangst du in diese Oberfläche und du gehst nun hier in den Reiter Apps. Nutzt du Windows 11, so gehe direkt hier in die Apps. Nun siehst du hier die ganzen Programme, welche auf deinem Computer installiert sind, aufgelistet und du kannst dadurch runterscrollen und sie dir ansehen. Ganz oben kannst du in der Liste suchen, das heißt, du kannst einen Programmnamen eingeben und nun wird er hier angezeigt. Möchtest du nun dieses Programm deinstallieren, so klickst du darauf und du siehst hier unten den Deinstallierungs-Button. Klicke nun darauf und bestätige erneut deinen Klick mit Deinstallieren. Bestätige nun, dass du die Administratorenrechte dazu hast und es öffnet sich nun das Deinstallationsfenster des Programmes. Dies sieht je nach Programm unterschiedlich aus. Klicke nun hier auf Weiter, bis dass du zu Deinstallieren kommst. Manchmal kommt noch ein Zwischenschritt, welcher beinhaltet, dass du entweder sämtliche Dateien löscht, die wichtigsten Dateien behältst oder auch abbrechen möchtest. Möchtest du das Programm ganzheitlich deinstallieren, so wähle aus, dass du sämtliche Dateien löschen möchtest. Hast du vor, dass du in Zukunft das Programm noch einmal nutzt, so behalte die wichtigsten Dateien, denn hier sind deine Daten eventuell gespeichert. Oder wenn du abbrechen möchtest, klick auf Abbrechen. Ich klicke nun hier auf Deinstallieren, das Ganze dauert einen Augenblick und wir sehen nun hier die Erfolgsmeldung, dass das Programm deinstalliert worden ist. Wir können nun hier auf Fertigstellen klicken und das Programm wurde deinstalliert. Zum Schluss dieses Videos noch eine kleine Empfehlung meinerseits, und zwar möchtest du dein Windows-Wissen auffrischen oder erweitern, so empfehle ich dir den PC-Grundfunktionen-Kurs von iLearn. Dort lernst du in aufbauenden Modulen das ganze Wissen rund um das Thema Windows. In jedem der Module bekommst du zahlreiche Downloads in Form von Übungen, Merkzetteln und sonstiges, welche dir zur freien Verfügung stehen. Am Ende des Kurses kannst du dein erlangtes Wissen auf die Probe stellen und dir bei Erfolg dein PC-Grundfunktionen-Kurs-Zertifikat für deinen Lebenslauf abholen. Abonniere ruhig diesen Kanal für weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ich freue mich auf dich, dein Matthias.